Einen weiteren Einblick bekommen Sie heute durch den Teaser, der Sie anregen soll, zu uns zu kommen, wenn wir die Türen wieder geöffnet haben. Tim Voss und Christian Hellbock führen durch die Ausstellung mit einem weiteren Aspekt und einer weiteren Position. Mehr sehen Sie dann, wenn Sie real zu uns kommen können. So, da sind wir wieder im vierten Teil unseres Rundganges durch Alles war klar, der Eröffnungsausstellung des Künstlerhauses nach Thomas Balditschwiller, Cecilia Brown und Anna Attacker. Sind wir jetzt im rechten Flügel der Ausstellung angekommen. Beteiligung. Beteiligung ist das zentrale Thema im Künstlerhaus, weil die Mitglieder sich natürlich fragen, wie das zukünftig für sie hier weitergeht. Und ich habe drei Positionen dementsprechend hier eingeladen. Wir haben auf der einen Seite die Artist Commons, das ist eine Wiener Perspektive, das ist die Plattform der performativen Künste in Wien, die darüber sprechen, wie Institutionen sich überhaupt in der Zukunft öffnen könnten. Und dann haben wir den Mitgliederraum, in dem wir uns jetzt befinden, und am Ende haben wir nochmal den Adam Kraft. Also wie kam es zu dieser Auswahl von 20 Künstlerpositionen bei einem Verein von über 400 Mitgliedern? Man muss sagen, dass der Verein des Künstlerhauses eine sehr divergierende Zusammensetzung hat. Alle arbeiten in ganz unterschiedlichen Disziplinen. Und um dem gerecht zu werden, war es klar, dass es halt hier erstmal darum geht, in gewisser Weise die gesamte Breite der möglichen Ausdrücke darzustellen. Und die 20, die hängen jetzt hier, die Auserwählten. Die hast du über Atelierbesuche kennengelernt und dann die Auswahl getroffen. Oder gab es eine Jury? Wir haben kein Jurierungsverfahren gemacht. Im Grunde war ich kuratorisch dafür zuständig. Wir haben uns intern ein bisschen verständigt, wer passen könnte. Und so kam es dann zu dieser Mischung der Leute. Vor allen Dingen, keine der Arbeiten bezieht sich ja aufeinander, sondern wir haben hier vielmehr die Arbeit im Raum durch an diesem Sessellift hier hängen, die sich ganz langsam durch den Raum bewegt. Ja, ich würde gerne stellvertretend mal über eine Arbeit sprechen, denn Waltraud Cooper ist ein langjähriges Mitglied von uns, die international als Lichtkünstlerin arbeitet. Sie ist von ihrer Ausbildung aber auch Mathematikerin her. Und sie zeigt hier eine Arbeit, das ist ein Banner, das digital bedruckt ist. Zwei Seiten hat es, eine Vorder- und eine Hintergrundseite. Die Arbeit heißt Digitale Poesie und sie ist zweimalige Teilnehmende auch der Venedig-Biennale. Und das war damals ein Beitrag 1986 zum Thema Kunst und Mathematik. Aber wir haben sie jetzt ja auch dabei. Mhm. Wollen wir sie dazu holen? Hallo Waltraud, grüß dich. Hallo. Was wir hier sehen, ist ja, dass es im Grunde eine Art Aneinanderreihung unterschiedlicher Patterns gibt. Kannst du uns dazu was sagen? Also, der Ausgangspunkt für die Arbeiten sind zwei frühere Arbeiten. Einerseits die Lichtflotte von Arte Laguna Biennale Venedig 1995. Andererseits Rainbow Victoria, eine Lichtinstallation über 5 Stockwerke im Viktoriahaus Freiburg. Dazu gibt es nun einen mathematischen Hintergrund. Ich hatte ja das Glück, dass ich Mathematik, theoretische Physik und Kunst in Wien, Paris, Santa Barbara, Kalifornien, Lissabon und Frankfurt studieren konnte. Was natürlich auch mein künstlerisches Schaffen sehr stark beeinflusst hat. Wie es nun weitergeht, ist Folgendes. Ich nehme Kunst und Wissenschaft, das ist ja mein Thema. Das wird nun digital ausgedrückt, das heißt, Kunst und Wissenschaft wird zu einer Folge von Nullen und Einsern. Weitere Vorgangsweise, ich nehme ein Bild von der Lichtflotte und ordne ihm die Eins zu. Einem Spiegelbild von der Lichtflotte ordne ich die Null zu und daraus ergibt sich dann die ganze Gestaltung, das heißt, es ist eine Transformation vom Wort zur Zahl und zum ästhetischen Objekt. Vielen Dank, Waltraud. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Danke. Ja.